Ja, und damit herzlich willkommen am besten zu einem Spiel, was wir euch heute mal vorstellen werden. Es ist eine Let's Play-Serie, die wir jetzt hier mal ein bisschen starten werden. Wie viele Folgen es davon geben wird, kann ich euch noch nicht sagen. Das kommt immer darauf an, wie viel Spaß und Freude ich bei diesem Spiel habe. Denn wir zeigen euch den Citybus-Simulator München. Ihr kennt ihn sicherlich schon. Da gibt es andere Folgen oder andere Spiele. Citybus-Simulator ist natürlich ein Spiel, was recht bekannt ist. Ihr seht es hier, wir starten tatsächlich am heutigen Tage, 31.12. um 22.22 Uhr und gehen natürlich direkt in die Strecke und zum Depot mit einem Gelenkbus natürlich. So, ganz einfach erklärt ist das Spiel eigentlich wie immer. Ihr müsst einfach nur spielen, spielen, fahren, fahren, nicht kassieren, nix. Keine Sache, keine Chance, ihr braucht es nicht, das ist das Gute. Ihr müsst einfach nur fahren, halten, fahren, halten, fahren, halten. So, Citybus Simulator 2, beziehungsweise auch bekannt unter Citybus Simulator München, weil es nach München dargestellt worden ist, sagen wir es mal so. Und das wollen wir uns dann jetzt in Ruhe dann einfach mal anschauen. So. Nach einer kleinen Ladezeit. Kommen wir dann da auch hin, wohin wir wollen. Ja, wir warten und wir warten und wir warten. Ein bisschen Musik wäre schön, aber die Musik, die haben wir nicht. Das ist ein Nachteil. Da kann man nur hoffen, ne, dass da ein bisschen, ne, Atmo kommt. Wenn dann mal eine Atmo kommt. Und das sind wir. Hier, also das ist hier die Halle. Ihr kennt das sicherlich im alten Citybus-Simulator. Da konnte man hier durch diese Tür gehen, ne? Das kann man jetzt nicht mehr. Man muss erstmal hier auf diesen Knopf drücken. Dann geht das Tor. Und dann kannst du auch tatsächlich hier nochmal durch die Tür laufen. Das geht dann wieder, aber sie muss offen sein. So, das ist unser Gelenkbus. Schön mit einer LED-Tafel vorne. Oder an den Seiten. Ups. Tür öffnen. Und wir wollen uns in den Wagen setzen. Machen mal alles an, indem wir da unten den Schalter drücken. Für Strom. Dann starten wir schon mal einen Teil. Das ist schon mal so eine richtige Atmung. Jetzt läuft hier nämlich da hinten nämlich eine Lüftung. So, dann können wir schon mal die Tür schließen. Und wir melden uns da mal an. Ich habe natürlich schon eine Fahrernummer, die ist so. Ihr müsst euch natürlich immer wie gewohnt selber anlegen. Aber das dürfte kein Problem sein. So, wir empfangen hier unter empfangene Weisung, an welchen Kanal wir heute senden. Heute senden wir auf Kanal 2. Und da hören wir jetzt mal ein bisschen zu. Zentrale Luftwagen, Dex, Dex, 2, Dex, guten Abend. Ein Fahrer ist ausgefallen für den Eventabend am Theater. Wir brauchen dich und dein Wagen als Verstärkung. Deine heutige Route ist Dex 5, 0, 2, 4. Sobald sich dein Einsatz ändert, bekommst du eine Mitteilung via Funk. Das heutige Wetter in München wird teilweise wolkig bis bewölkt. Derzeit haben wir Minusgrade. Achtung, es könnte glatt werden. Es betrifft ganz Bayern. Okay, wir sollen auf jeden Fall zur Theaterhauptbahnhof fahren. Dieses Theater befindet sich dahin, da. Dahin müssen wir fahren. Ist keine weite Strecke, schaffen wir also in 18 Minuten. So, wir müssen natürlich den Entwerter und die Haltestellenansage noch einschalten. Das wäre natürlich ganz optimal und toll. Und dann können wir schon mal schauen. Wir gucken nämlich mal raus. Sehen wir nichts. Hier steht auf jeden Fall Dienstfahrt. Ja, das ist nämlich die Dienstfahrt, die wir jetzt gleich machen. Und so weiter. So, der Bus da drin ist dunkel. Das können wir ändern, indem wir da einfach mal die Innenbeleuchtung anschalten. Und schon sehen wir, wenn wir uns reinhören, es ist hell im Bus. Richtig knackig hell, so soll das sein. Das Licht da vorne, die erste Lampe, die geht nicht an. Das steht schon mal fest. Warum? Frag mich nie, das ist ein bisschen fehlkonstruiert. So, wir starten mal den Motor. Dabei müssen wir das Gaspedal drücken. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Der Wagen ist wahrscheinlich schon ein bisschen kaputt. So. Der raus, den Licht an.
Fahrerkarte habe ich eingelegt. Habe ich auf OK gedrückt? Nein, noch nicht. Oh, sollen wir tun? Und wir sollten am besten noch die Heizung ein bisschen anmachen. So, schön mit Fahrerkabine etc. pp. Und ja, ich sag mal, ihr seht, Außentemperatur. Kann man da machen. Außentemperatur vom Fahrerplatz minus 3. Mein Platz ist ganz schön kalt. Und dann tatsächlich der Innenraum mit minus 3. Das wird. Es wird wirklich heller. Hier oben sehen wir dann die Haltestellenanzeige. Kommen wir später zu, wenn wir an der Haltestelle stehen. Wir fahren da jetzt erstmal hin. Achso, ganz wichtig, ich mache immer hier den Retarder an. Damit kannst du einfach besser fahren. Fragt euch bitte nicht, warum ich das mache. Ich fahre damit einfach, weil ich kann das damit viel schöner, weil dann bremst du viel schöner als sonst. So. Man sollte sich natürlich auch an Geschwindigkeitsvorschriften halten, ne? Also wie gesagt, 50 durch innerorts, ne? Es kann mal sein, dass du dich auch geblitzt wirst, ne? Ja. Das ist nicht gerade gut, aber naja. Ja, natürlich auch. Da wollte er gerade nicht bremsen. Aber zum Glück war da nichts. Da habe ich schon drauf geachtet, da war nichts, ne? So. Upsaluppa, hier kann man das sehen, da ballert der schön. Achso, das mache ich gerne immer hier zur Präsentation für euch. Er steht am Bus außen dran. Das können wir euch gleich mal zeigen, wenn der bremst. Irgendwie haben wir hier so eine ganz starke Tastenverzögerung. Okay. Außen steht dran. Wo steht das? Da. Bußfilter. Busse sind sauber. Wir sehen das, ne? Bus ist richtig sauber. Der rußt ja mal. Oder qualmt ja mal bis zum Umfallen. Also, mehr sage ich dazu nicht. Ne? Ihr wisst es. So. Ampelschalte um. Ampelzeiten sind recht, recht lange. Also nicht wundern, wenn euch mal was erwischt. Die Ampel braucht wirklich lang. Also nicht wundern. Wirklich nicht wundern. So. So, Ampel, bitte schalten. Ach, guck mal, da schaltet sich schon. So. Achtung, Staumeldung. Höhe, Jakob-Böhme-Straße. Es ist mit Stop and Go zu rechnen. Okay, vielen Dank. So, ganz fix mal hier. Ups, da haben wir dann die Kante aufgerissen. Das kann passieren. Kann passieren. Weil die Steuerung ist jetzt wirklich nicht mehr so ganz direkt, weil ich das hier aufzeichnen muss. Also, und mit 18 Frames, die wir hier gerade zeichnen, ist ein bisschen wenig, aber zum Präsentieren des Spiels reicht es auf jeden Fall. Muss ich schon ein bisschen im Voraus denken, weil ich mich ein bisschen früher bremsen. Weil sonst, ja, ne, könnte es passieren, dass es einmal macht. Und dann sind wir aufgefahren. Ja. Wollen wir natürlich nicht, ne? So, der steht ja mal richtig geil. Da können wir hier nicht weiterfahren. Das ist so Engine, die wirklich geplant. Der ist eigentlich Platz für die beiden Autos, vor allem der rechte, der könnte auf jeden Fall fahren, aber da steht ein Auto. Die aktuelle Verkehrslage hat sich geändert. Achtung, Geschwindigkeitskontrolle in der Luisenstraße in Richtung Ostbahnhof. Gut. Und da kommen wir so deshalb nicht durch. Jetzt guckt, die Ampel wird rot, der steht da noch und wir warten hier immer noch. 12 Minuten haben wir noch, sagt unser System aus. Also noch ein bisschen Zeit. So. Wir warten. Wir haben leider auch nichts an Musik parat. Jetzt könnten wir ruhig Musik einspielen.
Auf jeden Fall fehlt der schon mal. Das ist schon mal was richtig Gutes. Polizei aufgebaut in der Salzmesserstraße. Interessant. Also, wer die Straßen kennt, irgendwann, der weiß, wo sich die Straßen finden. Ich weiß das gerade nicht ab und zu, also nicht gerade schön. So. Nur mal so für euch zur Information, ne? Nächste Haltestelle am Prinzregententheater. Genau, Prinzregententheater. Da fahren wir hin. Und da, hier zwischen, darf ich fahren. Wenn ich getroffen hätte. Das kann schon mal passieren. Das ist so der Nachteil, wenn die Steuerung jetzt ein bisschen verzögert ist. Da kann das schon mal passieren, dass man... Oh, abbiegen. Oh, abbiegen. Oh. Also da hinten, Prinzregententheater, war ich wirklich noch nicht. Also ich bin schon viele Touren gefahren, aber die tatsächlich noch gar nicht. Das heißt, es wird, so wie ihr es Spiel hier seht, auch meine erste Tour in mit dieser Strecke. Ob wir die schaffen, so wie es sein soll. Mensch, meine Sprache ist gerade auch wieder richtig geil. Schauen wir mal, ne? Es ist kalt im Fahrgastraum. Warum ist es denn kalt? Wir schauen mal drauf aufs Thermometer. 16 Grad, das ist doch schon warm. Also 16 Grad finde ich wirklich warm. Also ihr seht da unten die Tankanzeige. Das ist nur so knapp drei Viertel voll. Reicht auf jeden Fall für den heutigen Tag. Also schauen wir mal. So, weiter geht's. Ja. Ein bisschen Ruckler im Spiel darf man auch mal haben. Ja, alles modern hier. Vorsicht geboten, wegen Geschwindigkeitsmessung in der Kieslinger Straße. Kieslinger Straße, schöne Straße. Fahren wir auch fast immer wieder durch. Ihr seht, die Grafik ist tatsächlich wirklich gut gemacht. Wir fahren hier mit schönen MAN-Busse durch die Gegend. Sehen auch von außen wirklich gut aus. Schöne Kennzeichen, vor allem MVG und dann die Wagennummer. In unserem Fall 6626. Hier einen schönen Gelenkbus fahren. Wir fahren immer die gleichen Wagen, die gleichen Wagennummern. Es gibt dann noch einen kleinen Wagen, mit der da hinten da gerade kommt. Mit zwei Türen und eine Version mit drei Türen. Fast genauso wie ein Gelenkwagen, bloß dass der hinten ein kleines Stück länger ist. Aber nicht so lang wie dieser hier. 18 Meter finde ich tatsächlich ein bisschen schöner. Man wirklich Spaß beim Fahren. Ne? Wenn du da eine Ecke mitnimmst, weißt du, du hast sie mitgenommen, weil du merkst es auch. Rabam macht es nämlich. Und dann ist es ganz schnell vorbei. Es geht hier schon weiter. So. Ja, müssen wir da noch einmal rumfahren. Weil wir zum Prinzregententheater müssen. Also wollen wir hier schon mal blinken. Und dann da einmal rum. Noch nie gefahren, wirklich noch nie gefahren. So. Oh, klar, dass hier keiner steht. So. Keyling an. Taste drücken zum Absenken. Er senkt sich von alleine ab, ja. Wir machen unsere Türen auf. Wir sollen 42 abfahren. Das heißt, wir haben noch 8 Minuten Zeit. Wir können uns mal den Streckenverlauf anschauen. Wir fahren hier lang. Dann da halten wir. Dann halten wir nochmal da. Und dann halten wir am Ende der ganz hinten. So. Da oben sieht das wie folgt aus. So sieht das aus. Sonderfahrt Hauptbahnhof. Prinzregententheater sind wir jetzt. Ludwigstraße, Königsplatz und dann Hauptbahnhof. So. Warum hat es gerade getutet, das können wir euch zeigen. Dazu gehen wir einmal wirklich mal raus mit unserer Person. Achtung, Geschwindigkeitskontrolle. Hier sind dann die Leute. Osterwaldstraße. Die
können nämlich da hinten auf den Knopf drücken, da geht die Tür automatisch auf. Das spart natürlich für uns, können selbst auch rein und rausgehen, also das ist natürlich nicht das Problem. Bloß durch geschlossene Türen kommen wir nicht mehr, wir kriegen die Türen leider aber auch nicht selber auf. Da kann man sich dann hier ein Ticket entwerten lassen. Wirklich hier, ne? Ausgang, Notrand gibt's auch, Ausstieg sollte man frei halten. Nicht so wie ich, der jetzt hier mitten im Weg drin steht. Ja, schöne Fahrgäste, sehen immer wieder toll aus. Fahrgäste, die auch einfach stehen, gibt's auch. Und das ist hier das Ticketautomat, gibt's auch. Kannst du tatsächlich auch mit, ja, Geld-Cash-Karte zahlen, ne? Also, Sonderfahrt, Hauptbahnhof OS. Man sollte eigentlich nicht den Motor laufen lassen, ne? Das ist ja mal, ne, das wollen wir mal ganz schnell ändern. Ladespannung zu gering. Jetzt muss man sich darüber Gedanken machen? Nee, ne? Ich glaube auch nicht. So, wir fahren in 8 Minuten, in 8 Minuten los. Nee, in 6 Minuten. Diese Zeit wollen wir euch natürlich jetzt hier nicht ein bisschen langweilen, indem wir euch das ganze Spiel in Wahlzeit zeigen. Deshalb schauen wir kurz mal in den Spiegel. Da ist gerade jemand eingestiegen. Wir können ihn mal einstellen. Das ist ja mal ganz schlecht. So. Passt. Wir wollen mal hier auf. Das haben wir schon. Und ja, wir stellen mal hier noch den Spiegel ein, den wir da auch nochmal was sehen können. Machen wir mal so. Und dann haben wir noch einen anderen. Obwohl du damit eigentlich recht selten fährst. Aufgrund von Baumaßnahmen, Höhe, Fertigstraße, hat sich ein Stau gebildet. Gut. Und wir sehen uns deshalb dann einfach gleich wieder, wenn es soweit ist, dass wir abfahren dürfen. Also bis gleich. Ja, genau eine Minute vor Abfahrt geht's auch direkt hier schon gleich weiter. Weitere Fahrgäste sind auch irgendwie nicht mal so in Sicht. Er meckert mir schon die ganze Zeit, Ladespannung zu gering. Warum? Ja, weil kein Motor läuft. Deshalb wollen wir ihn ganz schnell mal fix mal wieder starten. Och, geht er schnell. Och. So. Kann die Batterie wieder in Ruhe aufgeladen werden. Dieses Genödel kann auch dann auch gleich aufhören. Genau, da hat es schon. Achtung, Staumeldung. Höhe Bach-Leitner-Straße ist mit Stop and Go zu rechnen. Gut. Und dann wollen wir jetzt gleich einfach mal in Ruhe losfahren. 6, 6, 2, 6. Fahr noch bis zur Endhaltestelle und melde dich dann an folgender Route an. 1, 0, 0, 0, 2. Zentrale mit den neuesten Verkehrsinformationen. Achtung, Blitzerhöhe, Einsteinstraße, in Richtung Betriebshof. Ja, auf jeden Fall haben wir gleich schon die nächste Route. Achso. Und dann wollen wir das natürlich auch gleich fahren. Also haben wir da noch ein bisschen Zeitspaß, bis wir denn da ankommen. So. Wir wollen natürlich vorschriftlich fahren. Wir schauen hier um die Ecke, da steht alles, da steht auch alles. Also fahren wir hier schön rum. Da hat auch schon jemand gerade gedrückt. Also schon mal was ganz Gutes. So. Ich habe die Haltestellenansage nicht gehört. Wollen wir die mal nochmal andrücken? Ja, ne? Hoppala. Funktioniert wohl nicht. Okay. Also gibt es wohl da keine Haltestellen. Es gibt neue Verkehrsinformationen. Sie fließender Verkehr gemeldet. In der Orleansstraße. Ja, da sind wir gerade im Funkloch gelandet. Ups. Es gibt hier auch mal ein paar Funklöcher. Auf jeden Fall hat da gerade jemand gedrückt. Das können wir uns auch hier anschauen, wenn wir ein bisschen raus. Da steht Wagen hält. Also müssen wir da gleich am besten mal anhalten. Es wäre am besten gut, weil der gute Herr möchte einfach mal aussteigen. So. Und da das hier ja nur eine Sonderfahrt ist, also rechne ich eigentlich nicht damit, dass ich hier mit Verspätungen irgendwo ankommen werde. Außer der Verkehr, der ist natürlich hier sehr stockend.
aber das kann natürlich jedem passieren. So, die 10002, das ist die Linie 100. Die seht ihr hier neben mir schon. Da rumpelt es gerade in der Kiste. Und die Linie 100, die ist ein bisschen länger. Die können wir euch, zeigen wir euch in der nächsten Folge auf jeden Fall. Wir wollen euch natürlich jetzt nicht hier so viele Touren an einem Stück zeigen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Auf jeden Fall werden wir ein paar mehr Let's Plays in der nächsten Zeit machen. Vor allem auch von diesem City-Bus-Simulator. Es macht nämlich einen heiden Spaß, das Ding zu spielen. Ich habe nämlich, wenn ihr schon mal hier oben auf die Karte guckt, 365 Kilometer gefahren mit Touren. Wir haben heute schon 14,7 Kilometer. Also wisst ihr ja, wie viel ich jetzt vielleicht schon gespielt habe, ne? Vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht. So, war fährt ihr denn so weit vor? Ja, jetzt. Ticket! Ticket! Also diese Karte, die ihr da oben in der Ecke seht, die ist nur wirklich nur so reine Instruktion, damit ihr wisst, wohin ihr fahren müsst. Ihr könnt sie auch abschalten. Müsst es nicht, ihr könnt es. Ich würde es, in meinem Fall würde ich sagen, lasst sie lieber an. Nicht, dass ihr euch lieber verfährt, weil Verfahren ist viel schlimmer. Weil mit einem Gelenkbus kannst du nicht auf jede Straße drehen. Und vor allem gerade hier in München, vor allem jetzt zur Abendzeit, am 31.12., kurz vor Neujahr, ist meist recht viel Verkehr unterwegs. Also, lasst es lieber. Ihr seht auf unserem System, dass wir noch knapp 700 Meter zur Haltestelle haben. Wir sollten hier vielleicht mal rüberfahren. Wir wollen nicht durch den Tunnel. Oder dann haben wir gleich auch unsere Haltestelle, die wir dann bedienen müssen, weil da will jemand aussteigen. Und dem wollen wir natürlich das Aussteigen gewähren. Oh. Natürlich hat er auch einen eingebauten Turbomotor, das seht ihr da unten an der Baranzeige, die dann immer runtergeht. Die ist jetzt schon auf 07, 06. Die Schwinde, so mehr Gas ihr gebt, also irgendwann ist er bei Null und dann fehlt so ein bisschen der Schub. Merkt ihr aber so gut wie nichts davon. Also, da habt ihr keine Probleme mit, dass ihr da irgendwie mal sagt, ich habe jetzt keinen Druck mehr. Was machen wir jetzt? Ja, fahrt weiter, passiert nichts. So. Gleich haben wir es geschafft. Ich hoffe, die Personen stehen schon an der Haltestelle, an der Tür. Nein, stehen sie natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Ist ja meistens immer so, dass die Leute sich nicht direkt vor der Tür stellen. Man muss immer warten. Wir haben noch eine Minute Zeit. Wir sollen eigentlich 48? Hoppala. Ja, 48 Affen gucken. Da haben wir noch genug Zeit. Da kann jetzt erst die Ampel noch ein bisschen länger brauchen. Also es ist jetzt nicht so das Problem. So, ihr könnt natürlich auch verschiedene Sprechwünsche machen. Dazu kommen wir aber dann später. Weil das mache ich dann meistens nur, wenn es wirklich so der Fall ist. Da wahrscheinlich haben wir hier, oder bevor wir Richtung Hauptbahnhof fahren, haben wir auch wahrscheinlich dieses Problem, dass wir dieses machen müssen. Also würdet ihr das dann später dann sehen. So, bitte abfahren, ja. Gutes System. Soweit bin ich noch gar nicht. Bin noch nicht mal an der Haltestelle. Außerdem habe ich noch eine Minute Zeit. Aber er meint, bitte abfahren, und fahre ich noch gleich ab, also. Ach, da stehen sogar noch Leute. Ach du meine Güte. So, wir schauen in unseren Spiegelchen. Sehen, dass die Leute, die Tür ist offen, Leute. Alle drin, ja. Und los geht's. Nächste Haltestelle, Königsplatz. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn. Ach so, nur mal so für euch zur Information. Man kann hier auch dieses Fensterchen öffnen. Also das würde dann auch gehen. Melde Verkehrsstau auf der Linie 27 in der Ackermannstraße. Aber dann wird es recht kalt, also deshalb lassen wir das lieber zu.
Ich möchte ja nicht erfrieren hier, ne? Das ist ja dann so, vor allem bei Außentemperatur von minus 5 Grad, obwohl wir bei uns draußen, ich sag's wirklich hier im realen Leben, aktuell plus 10 Grad haben. Ja, plus 10 Grad, es glaubt mir kein Mensch, aber plus 10 Grad, da muss man sich schon mal überlegen, ist das der Winter oder ist das der Frühling? Ich würde sagen, es ist der Frühling, aber jeder hat der andere Meinung. Da ist mir gerade irgendwie, glaube ich, jemand hin reingejuckelt. Nein. Also das ist hier so die Farbstruktur. Die Straße ist da ab und zu ein bisschen pixelig, aber das ist dann nicht so schlimm. Das kann man noch verkraften. Die anderen Busse sind da viel schlimmer. Sie fahren ran, fahren auch gleich wieder weg und blinken als Abfahrtssignal. Das ist noch viel schlimmer, Leute. Also macht das bitte nicht, wenn ihr selber fahrt, dass ihr ranfahrt mit dem Blinken an die Haltestelle. Und dann tatsächlich gleich wieder zum Abfahren bereit, aber trotzdem noch die Leute einleiten. Das macht das bitte nicht. Das ist eine total blöde Sache. Das kann nur noch zu Unfällen führen. Deshalb macht es bitte nicht. Dankeschön. So, wir sind hier in der Theresienstraße, Ecke Bahrenstraße, stehen hier an dieser Ampel mit dieser schönen Einbahnstraße und hoffen, dass diese Ampel, wie gewohnt, bald mal umschaltet. Es dauert immer wieder. Die Ampelzeiten sind enorm lange. Du kannst da wirklich Verspätungen einfahren. Von 1-2 Minuten, wenn du deine Ampelphase verpasst hast. Also, fahrt lieber ein bisschen zügiger. Hört ein bisschen auf den Funk, wo die Blitzer stehen. Dann radet ihr nicht in einem Blitzer, weil sonst habt ihr eine Zeitstrafe. Und die Zeitstrafe ist nicht immer gerade sehr kurz oder vielleicht sind sie auch mal ein bisschen länger. Es kann alles passieren. Also, fahrt bitte ordentlich. So, ich weiß schon, dass wir gleich hier rumfahren müssen. Ich kenne nämlich so langsam... Ach nee, die nächste. Das war die nächste. Der Verkehrsstau auf der Linie 19 in der Offenbachstraße. Ja, Linie 19, das ist eine Straßenbahn. Auch Straßenbahnen können mal Verspätung haben. Achso, ab und zu werdet ihr auch mal nach dem Besetzungsstand eures Busses gefragt. Einfach mal kurz ausfüllen und dann wisst ihr, also einfach mal in den Spiegel schauen, gucken, wie es der ist. Wie ich würde jetzt sagen, knapp Drittel voll, Viertel voll, also nicht viel. Also, ne, keinen großen Kopf drauf machen. Müsst nur schätzen, wirklich nicht sagen, yo, so viel ist es jetzt hundertprozentig. Jede einzelne Person zählen, dann die Sitzplätze zählen, eigentlich steht hier oben. Nee, hier steht das nicht. Dann steht in jedem Bus da oben oder meist da unten auch noch, nein. Wie viele Leute da reinpassen, macht das bitte nicht, nein. Also meist passt so in einem Gelenkbus ca. 130 Leute. Nicht in diesem Spiel. Hier passen nur so gefühlte 50 bis 60 irgendwie so rein. Ich habe es nicht mal genauer gezählt in einem Gelenkbus, aber so grob und ganz kommt das hin. So. Der ist bei Rot über die Ampel gegangen, kann sie eigentlich platt fahren, aber machen wir mal nicht. Dann liegt gegen mir eine Anzeige vor. Das wollen wir nicht. Wir haben schon ein paar Anzeigen. Hat jemand gedrückt? Ja. Ja. Ich hab's nicht so richtig gehört. So. Dann steigt mal aus, liebe Leute. Kommt da noch. Guck mal, da kommt noch einer angejackelt. Da kommt noch einer angejackelt. Oder zwei? Nein, ach, die gehen. Ach, na, gucken wir mal. So kann man sich vergucken. Ganz schnell weiter. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn sowie zur S-Bahn. Genau. Und dann möchte einer aussteigen. Aufgebaut in der Neuburger Straße. Neuburger Straße? Gut. Oh. Was will der machen? Und dieses harte Bremsen und dann wieder Gas geben. Das ist das, hasse ich an diesem Fahrzeugfahren hier. Beziehungsweise nicht wissen, wie sie richtig fahren sollen. Aber wie ihr seht, er hat die Innenanzeige komplett aus. Macht das bitte nicht. Innenanzeige immer an. Sowie auch Haltestellenanzeige. Haltestellenansage, weil sonst kann das Platz wirklich passieren, dass die Leute ihre Haltestelle vergessen. Glaubt man nicht, aber es ist so. Kann passieren.
alles ist möglich. So. Chaka, 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 chaka. Hier seht ihr jetzt gerade mal ein bisschen Pixelbrei auf meiner Armatur. Nicht dramatisch, das sind nur hier Licht- und Schattenfehler, also das ist verkraftbar. Man kann ja wirklich Schatten hier mal ganz genau darstellen, also das ist jetzt ist noch so im Rahmen, finde ich. Aber wir wollen ja nicht über das Spiel diskutieren, wir wollen ja die Meinung des Spiels herausfinden und die können wir uns immer selber bilden, indem wir selber spielen. Und das machen wir einfach. Die aktuelle Verkehrslage hat sich geändert. Achtung, langsam Fahrstrecke wegen Blitzer in der Grillparzerstraße in Richtung Hauptbahnhof. Okay, das ist hier vorne wahrscheinlich. Also fahrt da bitte vorsichtig. Bitte Vorsicht, Vorsicht in der Bahnstrecke. Da kann auch vieles passieren. So, ich mach das Keyring schon mal an, dass wenn gleich die Leute fertig sind, die dann auch aussteigen können. In einem abgesenkten Buszustand. Weil das ist dann viel bequemer, auch wenn das schon fast behindertengerecht ist. Aber es ist viel, viel bequemer. Ja, es gibt ja auch diese Kinderwagenfunktion. Kinderwagenfunktion hat wirklich eine gute Sache, die nicht immer ganz funktioniert. Beziehungsweise mir die eigentlich gar nicht brauchen. Warum, ist ganz einfach zu erklären. Ich habe hier noch nie einen Kinderwagen gesehen. Geschweige denn Schüler, die in den Schulverkehr einsteigen. Aber Schulverkehr, vielleicht kommen wir da auch noch. Vielleicht zeigen wir euch das auch nochmal an einem schönen Morgen. Wo wir euch dann mal den Schülerverkehr zeigen. So, Haltestelle gleich erreicht. Die ist nämlich hier gleich an der Seite. Wollen wir schon mal blinken. Du fährst wie eine besenkte Sau, Alter. Und damit wünsche ich einen schönen Tag, liebe Leute. Steigen Sie bitte aus. Nicht ein, aus. Geht alle vorne raus. Wie interessant, dass die Leute nicht aussteigen. Umlauf von der Zentrale gelöscht, genau. Wir machen das hier. Zentrale Luftwagen. Dex, Dex, 2, Dex. Dein Umlauf wurde gelöscht. Aufgrund deiner Verspätung. Bitte achte darauf, dass du die vorgegebenen Zeiten besser einhältst. Jetzt bekommst du eine neue Route. Die Nummer der neuen Route lautet 10002. Genau. Aber um das erstmal zu machen, müssen wir hier mal ganz kurz mal den Schiebebetrieb beenden. Endstation. Bitte alle aussteigen. Weil damit wir wirklich alle Leute aus unserem Bus haben. Schnell mal alles dicht machen. Und dann wollen wir uns gleich vielleicht in einer der nächsten Touren wiedersehen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch mit diesem Bussimulator München, City-Bussimulator München, frohes Fest. Guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Also dran bleibt einfach dieser Serie treu, sagen wir so. Bis später. Du willst noch weitere Let's Plays sehen? Dann schau dir unsere Playlist an. Einfach klicken!